Im Schatten der alten Spielstätte am Mainzer Bruchweg trainieren die Profis des FSV Mainz 05. In der Länderspielpause ist der Kader ein wenig ausgedünnt. Trainiert wird trotzdem zweimal am Tag. Schließlich möchte man weiterhin eine gute Rolle in der Liga spielen. Den Auftakt gegen Aufsteiger Ingolstadt vergeigt, die beiden folgenden Spiele gegen Hannover und Mönchengladbach souverän gewonnen. Platz 5, ein Auftakt nach Maß, möchte man sagen. Natürlich können wir jetzt mit dem Start gut leben, mit 6 Punkten in 3 Spielen. Ja, am Anfang gegen Ingolstadt war es natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und dann haben wir weiter daran gearbeitet, haben versucht, viele Dinge besser zu machen und ja, haben dann auch, sind belohnt worden mit den beiden Siegen dann. Und deswegen sind wir gerade auf einem guten Weg und müssen so weitermachen. Yunus Mali ist aus der Elf von Trainer Schmidt nicht mehr wegzudenken. Tempogegenstöße ein- oder weiterleiten, in die gefährlichen Räume stoßen, Erwartungen, die Mali schon in der letzten Saison erfüllen konnte. Der 23-Jährige gehört nach 6 Treffern in der vergangenen Rückrunde neben Torwart Loris Karius und Stefan Belt zu den Leistungsträgern. Das weckt Begehrlichkeiten, wie auch schon bei Johannes Geis oder auch Shinji Okazaki. Leistungsträger, die vor der Saison den Verein für zweistellige Millionensummen verließen. Ist Mainz doch nur ein Ausbildungsverein? Ein Stück weit ist ja auch was dran, dass wir hier halt Spieler ausgebildet werden und dann ja, zu größeren Vereinen gehen. Ist auch in Ordnung so, dass die Spieler dann den nächsten Schritt auch machen wollen. Ist auch für Mainz gut, dass sie ja, die Spieler dann ausbilden und dann dementsprechend auch eine Ablöse dann auch dafür bekommt und was für den Verein dann auch wichtig ist. Und ja, nichtsdestotrotz gibt es sowas eh immer, dass Spieler kommen, besser werden und dann gehen. Das gibt es überall auf der Welt und deswegen macht man sich jetzt nicht so viele Gedanken als Spieler drüber. Mainz 05 ist laut Manager Heidel kein Aus-, sondern ein Weiterbildungsverein, der inzwischen dem erstklassigen Mittelstand angehört. Spieler kommen, Spieler gehen, der Lauf der Dinge in jeder Liga auf der Welt. Einer, der nach Mainz gekommen ist, ist der Franzose Gaëtan Buzmann. Der Linksverteidiger, der für den nach Dortmund gewechselten Park verpflichtet wurde, ist kaum da und hat schon Großes vor mit dem FSV. Die obere Tabellenhälfte sollte das Ziel von Mainz sein. Vielleicht springt dabei auch ein internationaler Platz heraus. Große Worte vom Neuzugang aus Metz. Mainz tritt nach der Länderspielpause am 4. Spieltag am Sonntag auswärts in Gelsenkirchen an. Es folgen Hoffenheim, Leverkusen und München. Kein einfaches Programm. 4 Clubs mit Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Man wird sehen, wo sich der FSV danach in der Tabelle der Fußball-Bundesliga wiederfindet.